Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Byzanz Let's Play. Ich möchte mich an der Stelle kurz dafür entschuldigen, dass bei den letzten beiden Parts, ich weiß nicht, ob es euch großartig aufgefallen ist, mein Mikro ein bisschen komisch war. Mir ist das erst zu spät aufgefallen. Ich habe es aber jetzt, glaube ich, wieder korrigiert. Ich hoffe, jetzt passt es wieder. Es hat sich ein bisschen komischer angehört als normalerweise. Genau, also ich hoffe, jetzt hat sich der Fehler erledigt. So, also. Wir haben im letzten Part Arta erobert, haben Truppen rekrutiert, wie die Sauer hier in Nikea, Isbata und auch in unseren anderen Gebieten, beziehungsweise haben sie da zusammengezogen. Trapezunt haben wir. Wir haben im ersten Part sozusagen, also im ersten Part vom Gameplay, haben wir hier mit Ungarn schon Bündnis. Wir haben hier drüben Handelsabkommen mit Sizilien und auch mit dem Papst. Soll ich jemanden aufsuchen? Mal weiter in den Norden gehen. Und ich denke. Mal als erstes zu wenig. Wir haben auch da das Heilige Reich. Mit denen würde ich aber erstmal gar keine Verträge schließen wollen. Da möchte ich mal auf euer Votum so ein bisschen achten. Bei der nächsten Senatssitzung muss ich mir da mal was überlegen, was so allgemein westliche Königreiche angeht, ob man denen irgendwelche Verträge schließt und wenn ja, welche oder so. Ob man da einen allgemeinen Nenner findet, ja. Oder wie man das machen wollen. So, weil erstmal ein Handelsabkommen ist ja erstmal jetzt per se jetzt nichts Schlimmes, aber also rein spielmechanisch, aber vom Roleplay, da kann man natürlich nur streiten. So, aber das sind schon mal einige Punkte, die ich auf jeden Fall im Votum dann ansprechen möchte, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Setzen den Kurs, oh, unser Schiff haben wir da unten. Ganz klares Votum, wir sollen ja keine weiteren Schiffe bauen, das machen wir dann auch nicht, logischerweise. Ja, die Einheit brauchen wir gerade nicht, aber den Spiel. Priester direkt nochmal. So. Ja, Herr. Ja, also ihr könnt da übrigens bei diesem Debattenvolk und allem drum und dran voll. Könnt ihr wirklich. Wir haben etwas für euch. Okay. Könnt ihr wirklich, sage ich das mal fertig, könnt ihr wirklich alles euch überlegen, was ihr Lust habt. Natürlich, klar, die kleinsten Kleinigkeiten nicht unbedingt, aber ihr könntet auch zum Beispiel darüber mal abstimmen, wollen wir überhaupt großartig Spione nehmen oder einsetzen oder auch nicht oder gegen wen und so. Das könnt ihr euch alles überlegen. Ja? Oder zum Beispiel könnt ihr auch sagen, Spionage nur im Krieg oder sowas. Genau, einfach so Sachen könnt ihr da auch vorschlagen. Ihr könnt da wirklich alle erdenklichen Sachen euch überlegen. Ja? Oder ob wir wirklich mal so eine richtige Glaubensoffensive starten wollen mit Kirchen bauen und allem drum und dran. Das ist alles euch überlassen. Da könnt ihr euch mehrere Sachen überlegen. Ich hoffe, ihr habt da gute Ideen. Ich hoffe, ich habe da gute Ideen. Und auch meine Senatoren, die hier mitspielen. Genau, also das wäre natürlich echt eine tolle Sache. Also das hier wirkt ein bisschen entgegen dem, was wir eigentlich wollen. Also hier auch noch was zahlen für Handelsabkommen und so weiter. Ein normales Handelsabkommen hätte ich vielleicht sogar schon angenommen. Aber eigentlich ist der Wille des Senats hier ein anderer, deswegen ablehnen. Ja, aber wir sind im Krieg jetzt mit den Mamelucken. Das ist die viel interessantere Sache mit den Fallen. Oh, unser Erbe bekommt hier eine Frau. Ephemia Lips. Ich denke, die nehmen wir mal an. Für Hochzeit. Das ist jetzt noch viel spannender. Es ist doch ja. Offensichtlich, dass ich der ich denke, bin. Da werden wir mal schon zur Flotte. Eure Befehle. Wie weit kommen wir mit den Schiffen? Ja, mein Herr. Ein bisschen ungefähr. Ich denke, wir werden mal unsere Flotte hier. Eigentlich können wir das erste Schiff und dann das zweite Schiff zusammen angreifen. Ich denke, das sollte klappen. Ja, aber ich würde gerne. Ah ja, doch. Ja, ne, was eigentlich? Das Schiff schicken wir jetzt hier mal weiter nach Nikosia. Wir gehen. Dem ja, Schiff werden wir hier mal angreifen. Greifen auf euer Zeichen an! Und haben da kein Problem mit. Gleich gesenkt. Super. Ein wirklich glorreicher Triumph. Eure Befehle. Geht zum Angriff über, mein Herr. Dasselbe. Unsere Flotte war siegreich. Allerdings. Gut, ich denke, wir können gerade ein bisschen hier absetzen. Setzen den Kurs, mein Herr. Was unterwegs ist. Volle Segel. Sieht aber nicht so aus. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, dann haben wir schon wieder ein Thema. Ein weiteres, wie wir jetzt hier mit den. Lass mich in Ruhe, Ungläubiger. Im Schieb.
im Ski. Zeit. Ein Meister verachtet euch. So, ich denke, wir werden hier in Konstantinopel auf jeden Fall weiter daran bauen, dass wir hier unseren Handelsstandort ausbauen, beziehungsweise auch einfach hier die Infrastruktur weiter ausbauen, wie es der Senat auch wünscht. Ich denke, hier bauen wir als erstes mal, braucht 4 Runden, 5 Runden. Das bringt mehr Geld ein, so auf die Schnelle mal gucken. 1410. Auch 1410 kostet beides 1900. Ja, dann bauen wir mal das, was mit 4 Runden geht. Okay, ja. Okay, was haben wir da fertig? Den Bornmarkt. Dann bauen wir doch jetzt weiter mal den Markt aus. Aktivieren aber hier auch die Einheit. Und dann werden wir doch hier gleich nochmal einen Kaufmann rekrutieren. Was mir eigentlich übrigens auch einfällt, hier oben würde ich auch gerne mal den Reas rekrutieren, also einen Priester. Eure Majestät! Und hier schicken wir dazu den Fußball, dann haben wir das Garnisonsquartier fertig. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt den Obner. Wir können hier auch türkische Speerwerfer rekrutieren. Aber gerade die müssen wir nicht rekrutieren. Dann rekrutieren wir mal eine Einheit Akritä und eine Einheit Kontaratoi. Mal bei die anderen beiden auch gleich mal noch rein. Meine Füße auch hier an der Grenze schon recht. Ja, und oben auch noch. Diplomatische Informationen, die Falibuten erklärten uns den Krieg von Portugal und Aragon haben einen Friedensbeschluss. Die Staaten verschlechterte Beziehungen von Handelsabkommen mit Portugalien und die Reiche von den Briten auch verschlechtert logischerweise durch die Kriegserklärung. Wir haben hier weitere Fürsten von Isparta, der bekommt der Vitos Palaiologos. Ui, ein Palaiologos, cool. Bekommt hier 5% Bonus auf Steuereinnahmen plus eine Frömmigkeit. Okay. Und F. Daimon Mystikos drüben bekommt plus 10% Steuereinnahmen plus 2 Loyalität plus eine Frömmigkeit. Das ist ja krass für Athen hier. Ja, das gibt auch gleich wirklich. Bewegung! Eins. Mehr Geld hier, super. Super. Also schön. Ich denke, wir werden es mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir belagern. Einer vielleicht noch mal mit. Werden Sie heldenhaft bekämpfen, Herr. Gott segne diese Belagerung, mein Herr. Greifen wir nun die Mauern an, jo. Edler Herr? Da warten wir mal noch. Ich würde hier auch nochmal gerne bisschen mehr rekrutieren. Gerade in dem Fall. Ja, ansonsten beste Formel auch noch Druck rekrutieren, können wir eigentlich mal machen. Befehle? Beide Einheiten ja. Hier zum Simbasilio zu Mannes. Morgen machen wir weiter. Die Einheit Bogenschützen nehmen wir auch gleich mit. Mein Herr, bringen die Truppen zusammen. Schicken. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir hier die ein oder andere Einheit haben. Weg, das ist schon Herr. Wichtig, denke ich. Das Lager auf, deswegen Herr. Lassen wir das hier jetzt auch mal so. Super. Ja. Und dann beenden wir mal hier die Runde. Ah ja, in Edik hätten wir jetzt schon irgendwelche Abkommen schließen können. Unsere Handelsrechte. Ich denke auch Karteninformationen, aber das schauen wir mal noch. Ja, ist jetzt nicht so wild. Mal eine Runde verloren. Theophilios Pyros und Ariadni Eklarissas. Okay. Nehmen wir auch mal an, wer ist das? Der hier. Okay. 14-Jährige und er ist 21. Leicht strange. So, Theologenbilde in Konstantinopel. Ich denke, die können wir durchaus mal annehmen. Heißt, das ist gleich, das ist gut. Okay. Rundenbericht, stärkste Seite. Großreich, reich der Großzentrum. Oh je. Ja, jetzt habt ihr uns da tatsächlich überholt. Sind wir auf Platz 2, oder? Militär, ja, Rang 2. Finanzen sind recht schwach. Das sind die Mauren gerade ganz oben. Ja. Also wir haben da nachgelassen. Sind zwar nah dran, 99% haben wir. Die haben, es geht ja immer davon aus, die haben die Seldschuken haben ja dann 100% praktisch. Bauen wir hier mal den Drillplatz. Nach Kale und da bauen wir
denke ich mal, den Bogner. Guck mal, was für. Ja, nee, wir tun hier mal was für die Landwirtschaft. So, oh je. Hier hinten kann sein, dass wir bald belagert werden. Wurde hier gerade ein Gebäude angefangen zu bauen. Hier. Hören wir mal schön auf. Und ich würde lieber hier die Truppen rekrutieren. Zum besser standhalten können. Und nehmen dann jetzt hier das Gebäude rein. So. Krass. Ui, hier sind noch ja, mehr Schiffe unterwegs. Es hier ist eins. Offensichtlich, dass ich der Feind bin. Ja. Schon recht offensichtlich, das stimmt allerdings. Ja, dann kümmern wir uns doch jetzt einfach hier um. Eure Befehle bereit machen zum Entern und Angreifen. Auch weg damit. Sieg! So, und dann würde ich sagen, nehmen wir uns erstmal setzen wir den Kaufmann. Es ist schön, wie der Geh zum Angriff über, mein Herr. Ein wirklich glorreicher Triumph. Ja, mein Herr. Naja, aber nächste Runde ist der dann hier bei unserem Marmor 52, wie gesagt. Dann durchschauen, haben wir noch mal irgendwo Marmor in unserem Reich. Ich weiß nicht, wie Zucker so ist. Ja, nächste Runde ist der fertig. Ich glaube auch nicht ganz so klasse. Der Schirm Pesch, der hat ein Yasi, das ist dieses Granate oder irgendwas. Ja, es ist nur mal die Frage, ich würde ganz gerne den mal weiterschicken. Hier lege ich eine Pause an, mein Herr. Stadt, das ist nicht merklich, mein Herr. Keine Ahnung. Aber mein Herr, ich würde das mit Kiew gerne mal ausprobieren, wenn ich meinen Part beende, was die alles brauchen, damit sie ein Handelsabkommen mit uns, oder das nehmen, wie viel Geld. Das will ich eigentlich gerne in einem Part machen. Das braucht dann schon zu ewig. Mein Herr, wem stehe ich gegenüber? Aber schauen wir mal. Also wir haben jetzt hier übrigens 582 Einnahmen pro Runde. Wir könnten es ja wie gesagt schon ausbauen, theoretisch. Naja. Aber ist nicht gewünscht für den Senat. Gut. Geldmäßig. Oh, jetzt sieht es wieder klasse aus, warum wir jetzt plötzlich wieder 10.000 machen. Verstehe ich gerade aber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Im Ski. Mein Weiß. Ja. Aber meinetwegen. Das ist unser. Hier brauchen wir die andere Flotte. Ach, eure Befehle. Dann können wir gleich die Schiffe noch. Greifen auf Feuerzeichen an. Tschüss. Sieg. Volle Segel. Schlecht und grauenhaft. Stört mich jetzt aber echt nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja. So, mal gucken. Jetzt haben wir wieder nicht mit Venedig was gemacht, gell? Das war jetzt gleich als erstes. Nikiforos Frienios, ein Gönner, den nehmen wir auch an. Den würde ich gerne haben, aber haben kein Geld wieder dafür, schon wieder alles ausgegeben. Ja, mein Herr. So, jetzt Venedig, ja, hallo. Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Karteninformation. Oh, großzügig, sagt er. Ja, dann, wenn es so ist, dann könnten wir uns jetzt auch noch ein bisschen was zahlen, oder? Ich ja, tausend sehe hier kein Problem. Bis zum super. Nächsten Mal. Das gefällt mir doch ganz gut. Interessanterweise haben sie Zagreb hier oben noch nicht erobert. Interessant, also so stark sind die momentan noch gar nicht, wie es aussieht. So, und selbstverständlich, mein Herr. Ja, eigentlich muss man da runter, fällt bin mir gerade auf, weil Mailand gehört ja heutige Reise ist beendet. So, Trabizund haben wir hier hinten jetzt das Ding fertig gebaut. Dann bauen wir hier gleich die Kontaktrolle. Die Einheiten hier fort. Ansonsten bauen wir hier hinten erstmal nichts weiter, weil die Stadt ja doch recht gefährlich lebt hier. Thessaloniki bauen wir mal, was bauen wir hier aus? Vielleicht den Kornmarkt, ja. Auch Thessaloniki ist eine schöne Handelsinvention. Das wollte ich übrigens sagen, das habe ich beim letzten Partner gesagt. Ich habe gesagt, Athen und Konstantinopel so als Handelszentren, aber eigentlich Thessaloniki ist es eher in Konstantinopel. Hier drüben. Oh, da ist ein. Ein venezianischer Kardinal, okay. Ja, vielleicht sitzt hier mal drunter ein Rhodos. Was machen wir hier?
Garnisonsquartier, nee, eigentlich brauchen wir das hier alles gar nicht. Lass es hier einfach mal. Alter. Gehen wir mal auf die Wohnung. Ja, also oder warum oft ist hier? Eigentlich können wir auch auf die Garnisonsquartiere gehen. Die Frage, was hier mehr bringt. Aber die Garnisonsquartiere, ah ne, brauchen wir schon die Wohnung. So. Stopp, der erste Seite sind jetzt wieder hier. Dann können wir auch wieder noch die ganze Latte einwenden. Wird hier. Haben wir den Kaufmann fertig? 30, 47, 81, ja, das steht dahin. Es geht um viel Geld. Wie sieht's gut aus? 69, ah ne, noch nicht. So, danach haben wir den Ding fertig, okay. Ja, Herr. Er teilt mir einen Befehl. Mein Herr, schließen die Truppen so zusammen, mein Herr. Rekrutieren. Ich überlege gerade, ob wir den Hart angreifen können. Ja, theoretisch schon. Auf der anderen Seite warten wir vielleicht auch nochmal eine Runde ab oder vielleicht warten wir auch komplett ab. Muss mal schauen. Die Belagerung. Eure Befehle, Edel. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht! Die Armee meldet sich zur Belagerung, Herr. Edler Herr. Gleich viele ungefähr wie hier. Ja, ich warte jetzt mal noch mal eine Runde ab und dann rekrutieren wir die Söldner vielleicht und dann greifen wir mal an. Den schicken wir mal nach Korinth. Gleich gibt es wieder schon ein bisschen mehr Geld. Super. Gut, klasse. Ich will auch gucken, dass ich heute nicht so einen mordsmäßig langen Part mache wie beim letzten Mal. Habe ich ein bisschen übertrieben mit der Partlänge. 28 Minuten oder so. Will mich eigentlich immer so zwischen 20 und 25 halten. Ich denke, das ist eine ganz gute Zahl, die man sich gut anschauen kann. Theologengilde. Jetzt können wir sie bauen, endlich. Super, machen wir das gleich. Polnische König ist tot, okay. Das ist natürlich tragisch. Ich denke, ein paar Einheiten hier auf der Insel schaden uns auch nicht. Auch unter der Prämisse, dass wir vielleicht dann von hier aus mal hier landen können, bei den Seldschuken mit einer Armee oder auch mal hier angreifen können, im Heiligen Land theoretisch und so weiter und so fort. Oder da bei Antiochia halt. Hier brauchen wir jetzt erstmal, ich überlege gerade, doch, hier können wir noch was machen, und zwar den Ballistenmacher mal bauen. So ein bisschen was da in die Richtung schadet nämlich auch nicht. Und hier vielleicht mal den Bogner noch. Heraklion. Die Rodung. Athen. Die... Ich guck gerade mal, wie viel Steuereinnahmen machen wir denn hier. 533. Der gibt doch Steuereinnahmenbonus, aber warum wird mir das jetzt hier nicht angezeigt? Dann lassen wir es mal. Bauen wir lieber nochmal hier auch unsere Landwirtschaft ein bisschen aus, weil wir brauchen immerhin 9500 Einwohner. Schon eine krasse Zahl, deswegen machen wir das mal so. Athen, ups, das war Athen. Adrianopel, da haben wir die Stelle fertig gebaut. Bauen wir hier gleich mal noch eine Einheit von dieser Kavallerie hier. Die heißen gleich. Das eine sind die Kavallerie und das andere sind die Infanteristen. Okay. Das sehen auch fast gleich aus hier. Außer das Pferd natürlich. Machen wir das auch mal so hier. Und ich denke, das ist schon ein Standort, an dem wir auch mal noch einen Ledergerber und Schneider bauen können. Unsere Truppen hier zu verbessern. Ereignisse einer Seite. Georgia Pyros ist geboren. Ja, mit 16 gleich. Ja, warum auch nicht. Zu der damaligen Zeit durchaus normal. Von Korinthos. Ah ja, okay, was haben wir hier? Also der Hieronymos Setzis, oh Gott, ist jetzt hat hier jetzt Korinth, plus 5% Bonus auf Steuernahmen, plus 5% Bonus auf alle Handelserträge, minus eine Loyalität. Ja, okay. Sehr loyal ist er hingegen aber auch nicht. Ja. Und der Kollege hier 10% Steuernahmen, plus 2 Loyalität, plus eine Beliebtheit. Super, das ist doch eine schöne Sache für unseren Standort hier. Ach, das haben wir doch schon gesehen, oder? Ah ne, Architekt hat der bekommen, ja, das haben wir nämlich schon gesehen, Architekt. Ist auch nicht schlecht. 10 Nachlass auf Baukosten. Ist in Ordnung. Und Nikiforos Frienius Schmerharches hat dafür noch einige... Wo steht das denn? Hier, plus 2 Loyalität, plus 1... Kommando, plus 10 Baupunkte, plus 1 Kampfgeist. Gar nicht schlecht. Klasse, klasse. Und das Auge des Herrschers ruht auf ihm. Ja, ist ja auch ein Senator. Durchaus
verständlich. Römische Gemahlin, ja, plus eine Beliebtheit. Durch Anakomenos. Klasse. Ja, ich guck gerade mal, können wir hier eigentlich noch weitere Kaufmänner rekrutieren? Ja, können wir, machen wir das mal. Gerade sind wir ja hier relativ, ah ja, jetzt geht's nicht mehr, relativ ohne Gegner, was die Kaufmänner angeht. Hier ist zwar ein Kiewer Kaufmann und hier ein Unabhängiger, aber das passt trotzdem ganz gut. Ist mir eine Ehre. Selbstverständlich, ist die Frage, wo ist die blöde Stadt? Ah ja, hier. Tatsächlich. Dann schaue ich mir das nachher mal an, dass wir das dann im nächsten Part mal machen können. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Genau, aber hier drüben Genua. Hallo Genua. Kann ich etwas für euch tun? Handelsrechte, Karteninformationen, Karteninformationen. Oh, ah ja, nee, wir müssen auch noch Karteninformationen anbieten, dann nehmen sie es an. Hoffentlich. Jo, nehmen sie an. Dieses Mal zwar kein Geld rausgeholt, aber ist in Ordnung. Übrigens, das habe ich ganz vergessen mal zu sagen, Sizilien hat hier unten Tunis tatsächlich erobert. Und hier, ja, Genua hat schon Korsika erobert. Aber wie gesagt, Venedig noch nichts, was wir so sehen hier. Genau, und hier drüben übrigens auch Marseille erobert. Ja, jetzt ist die Frage, was wir mit unserem Diplomaten hier weitermachen. Ich denke, ich werde ihn jetzt einfach mal ein bisschen hier rumstehen lassen. Von Italien aus kommt man ja relativ schnell hier zum Heiligen Römischen Reich, durch Bologna vor allem, oder nach Frankreich kommt man auch schnell und nach Spanien und so weiter. Mal schauen, wie sich der Senat da weiter entscheidet. Deswegen lassen wir den jetzt da einfach mal stehen. So, hier stehen immer noch Truppen vor unserem Tor, aber wir fortbilden ja hier, bilden gerade unsere Truppen hier fort, das ist gut. Ja, ich denke, das wäre erstmal so das Wichtigste für diesen Part heute. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir dann Skopje hier oben angreifen und auch mal schauen, wie es dann aussieht mit den Kiewer Russ hier oben, für wie viel wir dann Kaffa loswerden. Ich denke, wenn wir so 15.000 hätten, ist das ganz gut. Das sind dann schon einige Runden hier. 10, 20, 30 Runden oder 30 Runden Gehälter praktisch von dieser Stadt hier auf einmal. Das wäre schon ganz, ganz cool. Da könnte man dann einiges mit bauen und so weiter, relativ schnell, weil wir haben ja gerade, fehlt uns ja bei manchen Bauprojekten nur das Geld, obwohl wir 8.925 pro Runde bekommen. Was eigentlich ganz gut ist dafür, dass wir doch unser Militär schon ziemlich aufgerüstet haben. Ich will halt nur noch nicht die Seldschuken angreifen. Also wie gesagt, hier oben ist mir gerade lieber, wenn wir noch ein bisschen unsere Rebellen erstmal erobern. Aber das war ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen so das Abstimmungsergebnis, muss man sagen. Genau, also wunderbar, machen wir das mal so. Dann passt das und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.